Ja, es wird in unserem Panel um zukunftsweisende, hoffentlich Themen gehen. Das Panel heißt Ideen. Es wird um Fragen gehen zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Musik- und Nachtkultur, vor allem in der Metropolregion Rhein-Main. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste heute Abend, die in den diversen Bereichen der Clubkultur auch tätig sind oder zumindest im weitesten Sinne mit Musik zu tun haben. Und wir hoffentlich Ideen und Ansätze finden für eine zukunftsweisende und nachhaltige Entwicklung der Nachtkultur. Ich würde gerne kurz meine Gäste vorstellen. Und zwar haben wir zum einen Katja Hermes als Gast heute, die bei Sound Diplomacy ist. Thomas Fenker, der das Kaputt-Magazin unter anderem macht und Journalist ist. Niki und Flieg, die ein feministisches Workshop-DJ-Kollektiv in Frankfurt macht. Und natürlich Atta, der Co-Gründer des Robert Johnson Clubs in Offenbach. Ich würde gerne mit dir, Katja, anfangen und ein paar Worte zu deiner Person sagen. Du bist unter anderem die Geschäftsführerin des Deutschen Büros für Sound Diplomacy in Berlin. Das wurde dort 2013 gegründet. Außerdem hast du in dieser Position verschiedene Städte und Regionen beraten mit einer sogenannten Musikstrategie und infolgedessen auch zahlreiche Vorträge zum Thema Music Cities gehalten. Auch im Vorfeld hattest du schon viel mit Musik zu tun, warst bei der Initiative Musik, dem Musikfestival MuTech, aber auch bei Ableton. Ja, ich würde gerne eine Frage zunächst zur Sound Diplomacy stellen. Also im Zentrum eurer Überlegungen steht ja das Music Cities Modell. Was können wir uns darunter genau vorstellen? Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Also dieses Music Cities Konzept, so nennen wir das, ist auch eigentlich keine richtige Definition, weil so wirklich festlegen, was das genau heißt, kann man eigentlich nicht. Also es geht eher darum, oder unser Ansatz ist, dass es in jedem Ort, ob es ein Dorf, eine Stadt, eine Region ist, gibt es Musik. Und die kann besser unterstützt werden, als es meist getan wird von politischer oder Stadtentwicklungsseite. Und unser Ansatz ist halt, dass wir kulturell, ökonomisch und sozial untersuchen, was ist der Wert von Musik in der Stadt und dann halt dadurch eine Musikstrategie entwickeln in verschiedenen Methoden, wo es darum geht, halt die Stadt oder den Ort musikfreundlicher zu gestalten, auf allen Ebenen. Also unser System ist auch, dass wir nennen es Musikökosystem, dass alles, was Musik ist, auch dazugehört in dieses Musikökosystem, also Musikbildung, natürlich die Musikwirtschaft, die wird da immer direkt mit eingedacht, aber auch, welche Auswirkungen hat Musik auf Gesundheit, was spielt noch alles eine Rolle in der Stadt, wo Musik halt Einfluss hat. Und wir wollen uns halt so ganzheitlich, gucken wir uns die Stadt an und sagen, okay, wenn man eine Musikstadt sein will oder eigentlich ist jeder Ort ein Musikort, wie kann man das bestmöglich unterstützen? Ich finde das ganz interessant, weil ihr arbeitet ja eng mit Städten zusammen. Stadtpolitik ist insofern ja auch immer am Hebel, um gewisse Strukturen zu verändern, um es eben für Clubs in den Städten auch einfacher zu machen, zu existieren. Gerade in dieser jetzigen Corona-Krise ist aber genau das eben noch weiter in der prekären Lage. Wie geht ihr damit um? Also kannst du vielleicht ein bisschen dazu auch noch sagen? Ja, also natürlich hat es uns wie alle anderen hier in der Runde wahrscheinlich sehr hart getroffen und auch die Städte, mit denen wir arbeiten. Wir haben ja vor allen Dingen in den USA sehr viele Musikstrategien entwickelt oder sind auch immer noch dabei. Und jetzt hat sich natürlich erstmal total viel geändert, aber eigentlich ist genau das, was wir machen, jetzt wichtiger als jemals zuvor, weil die ganzen, also Fördermöglichkeiten natürlich auf der einen Seite, aber auch die ganzen Policies, die Städte einsetzen, ja jetzt auch darauf einwirken können, wie kann man jetzt es den Clubs leichter machen. Also jetzt schon angefangen mit Straßen öffnen, die sonst vielleicht Autos haben und oder keinen normalen Fußgängerverkehr, dass man halt da öffnet, um Musik stattfinden zu lassen, dass man sich überlegt, okay, wie sieht eigentlich unser Musikökosystem vor Ort aus? Viele Städte wissen ja auch gar nicht,
wie viele Labels, Musiker und so weiter in ihrer Stadt wohnen, wie kann man die unterstützen. Und da ist unsere Arbeit jetzt da auch an, dass wir erstmal so kartieren, was gibt es überhaupt und wer braucht Hilfe. Und das ist jetzt in der jetzigen Phase natürlich auch ziemlich wichtig, dass man weiß, was hat man und wie sind die einzelnen Akteure, wie können die unterstützt werden. Und in vielen Städten, auch in Deutschland, aber auch in den USA, gibt es gar keine Verbände oder Vereinigungen, also es gibt gar keine Ansprechpartner, die für Musik zuständig sind. Oft in den Kulturämtern ist vielleicht eine Person dafür zuständig, die sich aber vielleicht auch weniger für die Popkultur interessiert, sondern mehr für die Klassik, je nachdem. Und daher ist es umso wichtiger, jetzt da Personen auch ausfindig zu machen, die sich jetzt dafür politisch einsetzen können, dass was passiert. Und wenn wir jetzt von Musikstätten reden, denken wir natürlich oft an Berlin oder Hamburg, wo schon viel passiert, aber mit den Städten, in denen wir arbeiten, das sind oft eher kleinere Städte, mittelgroße Städte, die gar nicht so eine Lobby haben und wo das noch gar nicht verstanden wird, dass eigentlich Musik auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, aber natürlich auch ein kultureller und sozialer. Und da versuchen wir halt auch Lobby zu betreiben in dem Bereich. Aber ja, also es ist eine schwierige Zeit und die Antworten hat, glaube ich, jetzt noch keiner parat, aber wir haben so einen Guide auch rausgegeben, wo man 9 Wege, so was kann man tun als Stadt, so ein Rescue-Guide und wie kann man die Musikszene dort besser unterstützen vor Ort. Der genau ist auch bei uns erhältlich und kann man sich als Stadt runterladen und mal schauen, okay, was kann ich vielleicht tun gerade, außer jetzt den Fördermaßnahmen und Relief Funds, die da unterwegs waren. Mhm. Ich frage mich ja, ist das dann so, dass die Städte auf euch zukommen und hat auch jede Stadt dann überhaupt das Zeug dazu, eine Music City zu werden? Also ich stelle mir jetzt vor, dass vielleicht viele Städte strukturell gar nicht dafür geeignet sind, dieses Label zu bekommen. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wir sagen nicht, dass wir sind jetzt nicht irgendwie die UNESCO und verteilen irgendwie Titel und sagen, ihr seid eine Musikstadt. Das gibt es natürlich auch, aber darum geht es bei uns nicht. Bei uns geht es wirklich, egal um welchen Ort, was kann man da machen, um Musik besser zu unterstützen? Es kann im Dorf der Chor sein oder ein Musikverein, der da viel macht, dass man alte da Leute mit einbindet, wie auch immer, dass man inklusiver da arbeitet. Aber bis zu einer Großstadt, die halt Probleme hat, ihre Clubs zu schützen und da halt Unterstützung braucht. Also das kann sehr unterschiedlich sein, diese Ansätze. Und ja. Genau. Also du hast das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ihr setzt euch ja vor allem mit Städten auseinander und gerade diese Differenzierung zwischen Kommunen und Städten, also Urbanismus und Kommuntourismus, ist ja auch etwas, was in den letzten Jahren weiter in die Kritik immer wieder gefallen ist oder weiter diskutiert wird. Geht es denn dann bei euch nur um Städte oder ist diese Differenzierung nicht vielleicht in irgendeiner Weise auch ja, kritisch zu betrachten? Also arbeitet ihr auch mit Kommunen oder ähnlichem zusammen? Ich glaube, der Titel ist einfach nur, weil er so ein bisschen catchier ist wahrscheinlich, dass es Music Cities heißt, aber wir haben auch mit Regionen oder auch kleinen Städten zusammengearbeitet, aber auch Bundesländern oder in Kanada mit ganzen Provinzen. Also das muss man jetzt nicht so eins zu eins verstehen, dass es nur um eine Musikstadt geht, weil die Idee dahinter, die ich gerade eben versucht habe zu erklären, ist halt wirklich, dass es in jedem Ort, sei es eine Region, eine Stadt oder Dorf Dinge gibt, die man unterstützen kann und die quasi dann verbessert werden können, um sich zu einem Musikort zu entwickeln. Vielleicht müsste man es eigentlich Musikorte nennen, aber genau, auf Englisch dieser Begriff Music Cities hat sich durchgesetzt, im Grunde verstehen aber auch die Leute, was damit gemeint ist. Mhm. Ja, danke nochmal für diese Differenzierung. Ich denke, das ist gerade für das Verständnis auch nochmal sehr wichtig. Du hattest auch eben schon mal angesprochen, dass ja ein entscheidendes Kriterium für euch Nachhaltigkeit ist. Mhm. Im Verband mit Musik ist das ja oft auch ein Widerspruch. Ja. Also wie kann man, genau, kannst du vielleicht nochmal konkrete Beispiele erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt, inwiefern ihr auch beratet? Ja, also bei uns sind diese Nachhaltigkeit oder eigentlich diese SDGs, also Sustainable Development Goals von der UN, an denen wir uns richten. Das sind ja 17. Am besten macht man es nicht so, dass man sich alle aussucht, sondern wir haben uns jetzt auf 3 festgelegt. Da ist zum Beispiel 1 auch Gender Equality, was natürlich im Musikbereich da viel umzusetzen gibt und auch anzustreben möglich ist. Dann Sustainable Cities und also da gibt es mehrere Ziele, die dann auch so passen, dass wir denken, wir können da was bewegen.
und ja, schreiben halt in diese Handlungsempfehlungen rein, dass es zum Beispiel Programme für Frauen in der Musikbranche gibt. Vieles von dem ist auch in Deutschland vielleicht auch schon eher angekommen, aber es gibt halt einfach viele Länder und Städte, die sich noch überhaupt nicht damit beschäftigt haben. Oder auch faire Löhne im Musikbereich, dass man da halt Regularien setzt, dass die Stadt auch besser selbst bezahlt, wenn sie Künstler anstellen oder engagieren für irgendwas. Das ist ja auch oft, dass man das dann umsonst machen soll. Und also da fängt schon an, dass man halt da auch eine Nachhaltigkeit reinbringt, die nicht immer nur ökologisch sein muss. Da gibt es natürlich auch viele Modelle. Aber genau, die Nachhaltigkeitsziele, die wir da verfolgen, sind halt hauptsächlich die genau in diesen Sustainable Development Goals. Mich würde jetzt doch nochmal interessieren, ob es vielleicht auch Projekte gab, wo die Umsetzung solcher, ja, so einer Strategie für eine Music City auch schwierig war. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, weil ich stelle mir das unglaublich schwer vor, dass wirklich auf jede Stadt in jeder Stadt erfolgreich umzusetzen. Ist es auch. Ich glaube, das größte Problem ist, also wie oft mit solchen Strategien, dass die manchmal wechseln Verantwortliche, also entweder Bürgermeister oder verantwortlich in den Kulturministerien, die gesagt haben, okay, super, wir setzen das um und dann ist jemand anderes da und der hat, will gar keine Musikstrategie umsetzen. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, dass es dann auch da nachhaltig gedacht wird. Was aber auch natürlich... Wie geht ihr damit um? Vielleicht nochmal als Nachfrage. Ja, also man versucht dann halt den Nächsten davon zu begeistern und anzurufen. Aber wir hatten auch Beispiele, wo wir nie wieder was gehört haben, das passiert. Aber es ist oft so, dass das auch lange dauert. Und was ich eigentlich so als... Was immer wichtig ist, ist eigentlich, dass vor allen Dingen die ganze Stadt oder der ganze Ort dahinter steht. Das Problem ist immer, wenn es jetzt zum Beispiel nur eine Kulturinstitution denkt, okay, wäre toll, eine Musikstadt zu sein, aber der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin interessiert sich dafür überhaupt nicht, dann geht es halt meistens schwierig. Aber wenn, wir hatten zum Beispiel ein Beispiel in Huntsville in Alabama, was echt ein mini kleiner Ort ist, von dem wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat. Und die sind so begeistert, dass sie jetzt Musikstadt werden wollen, dass da halt ein neuer Club gebaut wurde vom Bürgermeister, wurden mehrere Mittel dafür bereitgestellt. Und der ganze Ort lebt halt jetzt diese Idee und dann funktioniert das, egal ob man jetzt London oder New York ist, das geht dann natürlich auch im Kleinen und das ist besonders schön zu sehen, wenn das eigentlich Orte sind, wo man denkt, da würde ich jetzt nie hinfahren oder so und dann entwickelt sich da viel und genau, darum geht es halt, um einen lebenswerteren Ort zu schaffen, ob das dann durch coole Clubs ist oder halt einfach durch ein stärkeres Engagement von Leuten, die in Chören singen, ist dann in dem Sinne, also darauf kommt es dann nicht an, es geht dann eher darum, so es ist was passiert und Dinge haben sich geändert in der Stadt, die musikfreundlicher sind. Ja, danke. Wir werden darauf auch später nochmal in gemeinsamen Gespräch zurückkommen. Ich würde jetzt gerne mit Atta weitermachen, der uns sicherlich nochmal konkret auch was über die Musikstadt Frankfurt oder wahlweise Offenbach sagen kann. Atta, an der Figur Atta kommt man in Frankfurt nicht vorbei, wenn man sich mit der Kultur auseinandersetzt. Er hat eine Vielzahl von Dingen hier in Offenbach, aber auch Frankfurt gemacht, ist vor allem eben bekannt als Co-Gründer des Offenbacher Clubs Robert Johnson, DJ und Mitgründer der Labels Playhouse Klang und Ungarco. Außerdem co-gründete er den Plattenladen Delirium, eröffnete 2010 die Plankbar am Bahnhofsviertel und ist auch der Initiator des Restaurantprojekts Club Michel. Auch seine Beteiligung an zahlreichen Ausstellungen, wie etwa dem Museum für angewandte Kunst, machen Atta zu einer wichtigen Größe in der lokalen Kunst, im lokalen Kunst- und Kulturbetrieb. Atta, ich würde dir gerne erstmal eine Frage stellen, die du sicherlich schon ganz oft gehört hast. Und zwar, viele kreative Frankfurter und Offenbacher verlassen ja die Region. Du bleibst, warum? Der Teich ist groß genug für mich. Nein, es ist so, ja, es verlassen viele kreative Frankfurt, weil es der letzten 10 Jahren die elektronische Musik hier immer weniger präsent war und auch einfach extremer Platzmangel herrscht für Kreative.
das hatten wir schon immer in Frankfurt. In Frankfurt war schon immer das Problem, dass wir kaum Häuser haben, Lofts oder irgendwelche attraktiven Locations, die attraktiv sind für Künstler, Fotografen, Maler, Musiker. Ganz, ganz schlimm. Also es gibt einfach alle Bunker, die mal in den 70er oder 80er Jahren verpachtet wurden, wurden halt nur an Rockbands, Popbands, alle das, was die Instrumente spielen, also nur Gitarren, vermietet und elektronische Musik wurde so ein bisschen verpönt. Was willst du hier? Wir brauchen dich nicht. Hast du ein Schlagzeug? Nein, also kommst du hier nicht rein. Das ist schon sehr merkwürdig. Und nur durch viele private Initiativen, wie im Logic Studio, im Alten, sind dann halt sozusagen so Studios entstanden, wo elektronische Musik entstehen konnte. Und da wurde es halt einfach immer dünner. Ja, und die meisten sind natürlich nach Berlin abgezogen, weil da sich der Pool immer, es wird halt immer mehr. Und der Austausch ist, glaube ich, auch ganz gut da. Und also noch die Locations zu finden geht für Studios, aber da wird es auch eng. Mhm. Du hast ja eben schon angesprochen, dass die Techno-Stadt Frankfurt in der Vergangenheit, und das wissen tatsächlich auch viele Jüngere, nicht mehr unbedingt eine wahnsinnige Strahlkraft in Deutschland hatte. Ja. Und man ist sehr viel ausgegangen, auch in Frankfurt. Insofern kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Anfängen sagen und auch, wie sich das verändert hat. Naja gut, also es hat in den 70er Jahren angefangen, dass die Frankfurter Diskothekenszene ziemlich groß war. Angefangen natürlich auch mit so einem Flaggschiff wie das Dorian Gray, was sozusagen weltweit ein Renommee war. Das war jetzt sozusagen eine Kopie aus dem Studio 54, wurde sozusagen eingeflanscht in den Flughafen in Frankfurt, der eine 24-Stunden-Konzession hatte. Dadurch war dem Laden alle Möglichkeiten offen, halt Open End zu haben, was es damals gar nicht gab. Man kann es sich das gar nicht vorstellen. Früher ging es ja um 3 Uhr oder 4 Uhr, war Schluss mit Club-Kultur, auch in Berlin. Und dann hieß es Schotten dicht, alle raus und dann, das war's. Und Dorian Gray war sozusagen einer der ersten Clubs weltweit, die eine 24-Stunden-Konzession hatten und dadurch sozusagen auch ein Jet-Set angetrieben hatten und auch sozusagen die ersten After-Hours gemacht haben. Das heißt, in einer Nacht haben sich die Leute vom Anfang, die mit Schlipse kamen, die sozusagen die Banker, dann kamen dann irgendwann mal die Freaks, die Paradiesvögel, wie man sie damals nannten, die auch dann schräg nach Ibiza auch immer reingeflogen kamen. Das war halt auch wirklich so ein richtiger harter Jet-Set. Und dann später am Abend wurde dann später sozusagen die Musik immer härter oder immer hausiger. Dann auf einmal der DJ um 8 Uhr morgens halt gewechselt hat. Das gab es nirgendwo. Ja, und dann kam auf einmal der DJ und dann fingen wir dann einer von den DJs war natürlich aus Van Fleet, der dann später abgeworben wurde fürs OM. Die Hochburg Frankfurt oder Rhein-Main mit Leuten wie so Frank Farian oder so, das weiß man ja auch nicht, das sind ja alles also Umgebung von Frankfurt, war damals schon sehr, sehr groß. Und wir haben in Frankfurt wurde natürlich dieser Eurobeat oder Eurotrance entwickelt, was ich natürlich nicht so toll finde. Also bei uns ist natürlich Mr. Wayne und Culture Club, Culture Beat und Snap entstanden. Die haben aber dafür gesorgt, dass natürlich so eine riesen Welle an dieser Art von Musik den weltweiten Markt überschwommen hat. Und dann gab es natürlich dieser kleine Underground-Kreis, der sich natürlich um eine Person meistens drumherum um St. Fate, das OM wurde dann aufgebaut und da war am Anfang auch erstmal Mr. Wayne, bis dann auf einmal der Sven Fate den Schalter umgelegt hat und dann ging es dann mit tollem Detroit-Sound oder House-Sound aus Acid House aus England los. Und dann hat sich dann in Frankfurt war das ziemlich groß. Also es gab natürlich sehr, sehr viele Clubs, es gab sehr, sehr viele Nächte, die waren sehr lange und die Auswahl war riesig. Das ist dann irgendwann in den 90er Jahren alles nach und nach zusammengebrochen. Was man aber auch, muss ich sagen, auch von anderen Städten kennt, wie Düsseldorf, Köln oder München, Berlin, das gibt es immer wieder. Dann stürzt alles zusammen und dann entsteht wieder natürlich ein neuer Keim, neue Kreativität.
Was aber leider in den letzten Jahren immer schwerer wird hier in Frankfurt, weil natürlich der Mangel an Immobilien zwangsläufig dazu führt, dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, einen Club zu machen. Vielleicht daran anschließend direkt, wenn du heute nochmal einen Club in Offenbach machen würdest, was würdest du vielleicht anders machen oder wie würde dieser Club aussehen? Nee, gar nichts, der bleibt so. Nein. Der würde genauso aussehen. Der würde genauso aussehen, Minimalismus oder beziehungsweise dieser im ersten Stock feiern, fand ich immer gut, rausgucken, die Sonne erleben, bis sie aufgeht, nicht aus einem stinkigen Keller raufsteigen. Das war für mich sehr wichtig, weil ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich will nicht mehr in den Keller. Was natürlich auch gut sein kann für bestimmte Arten von Musikrichtungen, aber ich wollte dann das erleben in so einem White Cube mit minimalistischem Lichtdesign und einer sehr, sehr guten Anlage, mich darauf zu konzentrieren, zu tanzen, gute Musik zu hören. Und ich glaube, ich würde nichts anderes machen, außer so, wie ich es gemacht habe. Trotz der technologischen Wende? Wie meinst du das? Naja, gut, also das Robert Johnson ist ja auch sehr für seine Vinylphilie, also seine Liebe zur Vinyl bekannt. Und ja, diese Dinge haben sich ja in den letzten Jahren auch etwas angepasst. Ich weiß nicht, wie stark Robert Johnson darauf geachtet wird, dass möglichst wenig digital zum Beispiel auch aufgelegt wird. Also all diese Dinge haben sich ja in den letzten Jahren auch nochmal massiv verändert. Das machen wir nicht. Wir lassen jeden machen, was er will. Ich glaube, das ist nicht okay, wenn man sagt, ey, du spielst hier nicht mit digital, du kommst hier nicht rein. Das machen wir nicht, weil, wie gesagt, Female Pressure auch bei uns in der Tür seit 21 Jahren. Und ich glaube, ich finde, das ist jedem überlassen, wie er auflegt. Wichtig ist für uns, dass er einfach gute Musik macht. Das war's. Wie er das macht, seine Sache. Verstehe. Du hast eben auch schon angesprochen, dass es quasi bei euch im Club auch viel um die Idee von Design und eben auch den Zusammenschluss zu anderen Kulturfeldern gibt. Also du arbeitest ja selber auch sehr interdisziplinär. Ich finde diesen Ansatz sehr interessant. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, also über deine interdisziplinäre Arbeit als Kulturschaffender überhaupt. Naja, ich habe mich nicht nur mit Musik beschäftigt, sondern natürlich mit allem anderen auch, was da drum diesen Kosmos, der nicht nur schöne Dinge betrifft, sind nicht nur Musik, sondern auch natürlich Kultur, Kunst, Essen, all das, was dazugehört. Und natürlich die Schnittstelle zu Design ist sehr, sehr wichtig. Schnittstelle zu guten Grafik. Ich glaube, zu einem guten Club gehört natürlich auch das, die Ausstrahlung nach draußen und was er so alles macht. Und natürlich die ganzen Fotoarbeiten, die wir auch in den 90er Jahren gemacht haben, das finde ich sehr, sehr wichtig als Dokumentation. Und ich glaube, das ist ein guter Club auch, also das gehört einfach irgendwie dazu. Und damit sind wir natürlich ein Magnet, der das anzieht. Und natürlich ganz viele Freunde von mir machen sehr, sehr viel Fotoarbeiten oder Kunst, also die ganzen, auch sehr, sehr viele Köche hören sehr gerne Musik und hören es auch gerne bis in die Nacht. Das heißt, die schwitzen bis um 1 Uhr nachts in ihrer Küche und kommen dann abends nochmal einen draufhauen. Und weil sie das auch lieben. Ja? Die lieben auch die Musik, die Nacht. Und wir versuchen schon immer Brücken zu schlagen zu Designern, Grafikerinnen und all das, was dazugehört, um halt auch uns auszutauschen, frisch zu bleiben und nicht nur der Musik zu huldigen, weil ich glaube, da gehört auch noch viel, viel mehr dazu. Würdest du sagen, das ist schwerer geworden, weil viele Leute auch weggegangen sind? Wir haben ja Internet, ne? Und wir machen ja auch so Skype und so. Das ist noch okay. Es tut natürlich bei manchen Freunden, die gehen oder Freundinnen, die abhauen, das ist natürlich so für uns schon Schmerz da, aber wir arbeiten alle miteinander noch nach wie vor. Also es ist gut. Es lässt aber natürlich auch nach, wenn man diesen alten Spruch aus den Augen, aus dem Sinn, ist natürlich schwierig, ne? Mit Leuten dann tief zu arbeiten. Aber da wächst auch eine neue Generation gerade heran in Frankfurt, die sehr, sehr gut ist und spannend. Und mit denen arbeiten wir natürlich dann intensiver. Also das heißt, du bist auch eine Form von Vorbild für diese neue Generation. Immerhin hast du ja auch gute Netzwerke in Frankfurt und in Offenbach. Inwiefern setzt du dich da vielleicht auch für den Nachwuchs ein?
Naja, wir fragen Leute an, ne? Sobald uns irgendwas gefällt, fragen wir einfach an. Das kann von einem T-Shirt-Motiv werden bis über einen Poster. Und dadurch entsteht unser Netzwerk. So, wir reden junge Künstler an, wir gehen auf den Rundgang zum Beispiel von der Hochschule oder vom Städel und haben da schon unsere Connections und dadurch entsteht dieses Netzwerk und wie so eine Spinne. Und wir tauschen uns gegenseitig aus und wir lassen zum Beispiel eine Dekoration von jemandem anfertigen, auf dem wir stehen. Wir lassen Fotoarbeiten machen von einem jungen Fotografen oder Fotografin, die wir gut finden. Und so entstehen ja diese ganzen. Wir gehen zusammen essen, wir machen zusammen irgendwas und dadurch entsteht halt dieser ja dieses Geflecht, was sehr wichtig ist. Ja, es ist ja im Grunde so ein Community-Building in allen Lebensbereichen, wenn man so will. Ich würde gerne nochmal an das anschließen, was Katja vorhin auch über die Idee der Music City erzählt hat. Würdest du sagen, dass Frankfurt oder Offenbach heute überhaupt noch das Potenzial hat, sein eigenes Potenzial der Musikstadt ja, auszunutzen? Oder wie ist es möglich, vielleicht da nochmal eine Umkehrung einzuleiten, weil ja viele auch, wie gesagt, weggegangen sind? Naja, Music City, ich finde es ja toll, was sie macht. Katja, finde ich ziemlich gut. Es ist ja so, dass ich schon sehr, sehr viele Sachen erleben darf, wie zum Beispiel die Franzosen machen sehr, sehr viel. Die ganzen Städte sind da ganz, ganz heiß hinterher, für junge Leute alles zu machen. Ja, angefangen von Clubs bis Festivals, bis Open Airs, die in tollen Parks stattfinden, die keinen Eintritt kosten, um zu zeigen, dass die Stadt auch jung ist. Und es ist extrem wichtig für jede Stadt, scheißegal wo sie ist, Musik jeglicher Richtung auch natürlich zu repräsentieren. Und vor allem natürlich auch, wenn sie in der Stadt selber noch gute Produzenten hat, die natürlich auch zu fördern. Und also ich bin immer wieder begeistert, was für tolle Festivals es zum Beispiel in Italien gibt, die sehr, sehr gesponsert wird. Man darf nie vergessen, zum Beispiel das Sonar-Festival in Barcelona. Das ist nicht von Sonar. Das war die katalonische Republik, die sozusagen ihnen so viel Kohle gegeben hat, dass sie das aufbauen konnte. Das heißt, das ist, und die Stadt Barcelona hat ihnen so viel Kohle gegeben, dass sozusagen es Sonar geschafft hat, ein Markenzeichen zu setzen. Ja? Und sozusagen, wenn du irgendeinem Jungen fragst, Barcelona, sagt er Sonar. Weißt du, das ist halt sowas, dass, wenn eine Stadt sowas schafft, dann hat sie natürlich hier die Arbeit vor A, hat ja natürlich 100%ig getroffen. Und das ist halt, ich glaube, das kriegt auch jede Stadt hin, wenn sie sich natürlich entschließt, halt auch das zu tun. Aber man muss halt natürlich dazu sagen, was ich auch mit Politikern kenne, die sind natürlich auch ganz, ganz schlimm, was wir auch schon gehört haben. Wenn sie mal da sind, sind sie da, auf einmal sind sie weg, dann kommt der Nächste. Man muss sehr, sehr viele Kriege ausfechten und das macht überhaupt keinen Spaß eigentlich. Aber wenn natürlich jemand gewillt ist aus dem Rathaus, wirklich auch vor allem Bock hat auf Musik, dann läuft es eigentlich, glaub ich, ganz gut. Ja, herzlichen Dank für deine Beiträge. Nachhaltigkeit ist das Stichwort. So kann man langfristig Strukturen umsetzen. Ich finde, das macht Niki und Flieg sehr gut tatsächlich, zu der ich jetzt kommen möchte. Und zwar, Niki, bist du Sozialpädagogin, DJ und Gründerin von Vice Versa und Gigi Vibe? Im Rahmen eurer Projekte habt ihr schon zahlreiche DJ-Workshops für Frauen und Jugendliche gemacht und denen eben so den Zugang gewährt zum Auflegen. Euer Anliegen ist es vor allem eben Frauen und marginalisierte Menschen mit verschiedenen Genres in der elektronischen Musik, aber auch im Hip-Hop vertraut machen mit dem Auflegen, aber gleichzeitig auch mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Und selbstverständlich entsteht dadurch auch mehr Austausch. Ich finde dein Projekt ganz spannend, vor allem für den Raum Frankfurt, weil ich das in der Form vielleicht noch nicht so oft hier gesehen habe. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den beiden Projekten Vice Versa auf Gigi Vibe sagen, was ihr da genau macht, wen ihr ansprecht, mit wem ihr zusammenarbeitet. Hört man mich? Ja, oder? Ja. Das ist ein bisschen komisch, weil ich mich selber ja nicht. Ja. Genau, es ist so, dass Vice Versa zuerst entstanden ist. Wir hatten zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass es musikalisch gerade im Bereich des
Female Hip-Hop Raps eine Lehrstelle gab, auf jeden Fall in Frankfurt. Und Vice Versa war keine Female-Only-Crew. Jedoch kann ich sagen, dass die Männer, die daran teilgenommen haben, auf jeden Fall Feministen sind. Also das ist so. Denn wer Frauen derart kompromisslos unterstützt, muss sich sehr kritisch mit seiner Männlichkeit auseinandergesetzt haben, denn sonst passiert das meistens nicht. Genau, Vice Versa ist über eine Partyreihe entstanden. Und weil wir dort uns mit Female Rap viel beschäftigt haben, war für mich dann die nächste Konsequenz, ich muss sagen, ich habe schon sehr lange veranstalte ich Events, ja, also in einer alternativer Kulturarbeit, nicht profitorientiert, in alternativen Räumen und habe aber nie selber aufgelegt, aber beschäftige mich mit Musik schon seit Ewigkeiten auch natürlich und über Vice Versa habe ich dann einfach spontan auch einen Abend aufgelegt und habe gemerkt, dass eine gute Selection die Grundbasis erstmal ist eines DJs und die Technik zu erlernen ist. Genau. Und nachdem ich dann einmal aufgelegt habe, habe ich dann den ersten DJ-Workshop gegeben. Das war noch bei Vice Versa, genau. Weil es mir total wichtig war, dass das, was ich dort erreicht habe, also mich selbst zu ermächtigen und diesen Schritt einfach zu wagen und einmal aus dem Schatten zu treten, die Männer, die ich immer unterstützt habe, indem ich Events organisiert habe, das einfach selber zu tun und auszuprobieren. Und das hat mich so gestärkt, dass ich gedacht habe, okay, also wenn ich das schaffe, dann schaffen das auch alle anderen irgendwie. Genau, dann habe ich den ersten DJ-Workshop gegeben und daraus ist dann mit der Zeit GG Vibe entstanden. Genau, also so ist der zeitliche Verlauf. Und aus den DJ-Workshops, mein Plan war auch, aus den DJ-Workshops quasi eine Gruppe von Frauen zu schaffen, die dann als Netzwerk weiter sich gegenseitig supporten. Und jetzt daran arbeiten, woran wir gerade arbeiten. Also genau, also ich denke, dass die Netzwerkarbeit und der gegenseitige Support ein ganz großer Kern unseres Projektes ist. Genau. Ja. Also bestehen diese zwei Projekte dann jetzt trotzdem noch parallel? Oder? Ja. Mhm. Ja, also Vice Versa, dadurch, dass GG Vibe sehr viel Arbeit in Anspruch genommen hat, und es da auch von der Besetzung, der weiblichen Besetzung von Vice Versa, gibt es Überschneidungen, weil ich die direkt ja mitgenommen habe. Also sie sind mitgegangen, also genau. Und deswegen ist der Fokus gerade meinerseits bei GG Vibe, weil wir sehr aktiv arbeiten intern. Aber Vice Versa gibt es noch und es kann auch durchaus sein, dass wir nochmal eine Veranstaltung machen oder mehrere. Ja. Das heißt also, ihr macht nicht nur DJ-Workshops, sondern ihr seid auch wirklich Veranstalter. Also ihr geht auch in die Clubs und legt dort dann mit eurem Namen GG Vibe auf. Ja, wir haben schon einige Veranstaltungen gemacht, ja. Und in welchem Genre verortet ihr euch da oder ist das egal? Macht ihr das genreübergreifend? Wie definiert ihr euch da? Ja, also es ist sehr genreübergreifend. Das ist auch oft ein Problem, weil ich selber als DJ bekomme es mit. Ich bin selber in den 90er Jahren auf Techno-Partys gewesen, ich bin von Hip-Hop, Rap über Jungle, Breakbeats auf Techno-Partys gekommen und bin dann wieder beim R&B gelandet in den 2000ern. Das heißt, ich selber vereine sehr viele Genres in meiner Person und in meinem Herzen und ich fühle die auch und ich möchte mich da auch nicht einschränken lassen, ja, beim Auflegen und merke da selber schon an meiner Person, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn du genreübergreifend interessiert bist, greifbar zu sein, weil die Menschen doch sehr... Also sie sind meistens nicht bereit, sich darauf einzulassen, mal weiter zu gucken, was kann die Person das vielleicht trotzdem. Und das ist bei GG Vibe auch auf jeden Fall so ein Ding. Also das ist schwierig, wenn die Leute wollen immer einsortieren. Genau. Ich glaube, dass GG Vibe vorrangig jetzt derzeit für Hip-Hop steht, weil ein paar
also man muss sagen, in Frankfurt ist es einfacher, als Nachwuchs-Female-DJ in den Hip-Hop-Bereich reinzukommen und da gebucht zu werden. Dementsprechend ist die Sichtbarkeit im Hip-Hop-, Rap-Bereich und R&B-Trap-Bereich bei Gigi Vibe größer, weil wir auf jeden Fall in dem elektronischen Bereich, obwohl wir da sehr gut aufgestellt sind, auch sehr innovativ, Frankfurt auf jeden Fall Jahre voraus waren irgendwie, ist es schwierig, da wahrgenommen zu werden. Ja. Kannst du vielleicht darauf nochmal eingehen, warum das so ist? Also mein Eindruck ist auch, dass Frankfurt eine sehr männliche elektronische Musikszene hat. Vielleicht seid ihr auch wieder auf Widerstand gestoßen. Vielleicht kannst du davon noch ein bisschen erzählen. Ja, also dass wir auf Widerstand gestoßen sind, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir auch jetzt nicht aktiv versucht haben, irgendwo reinzukommen, weil das gar nicht unsere Art auch ist, weil wir auch davon überzeugt sind, was wir tun. Und auch ich sagen würde, dass mittlerweile wir alle sehr gute DJs sind. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob wir da jetzt auf Widerstände gestoßen sind. Ich kann nur sagen, wie es ist, dass auf jeden Fall jetzt keine von uns, die im elektronischen Bereich spielt, bis jetzt eine Anfrage bekommen hat eines elektronischen Ladens sozusagen, genau. Mhm, aber seid ihr selber auch mal auf Läden zugegangen, weil ihr das vielleicht etabliert habt? Oder? Als Partyreihe jetzt, dass wir da hingehen und dort was veranstalten wollen oder wie meinst du das? Ich muss das auch nochmal vielleicht konkreter nachfragen, weil ihr tretet ja als Gruppe auf, aber versteht ihr euch quasi auch als eine Form von Kollektiv oder Label, wo dann einzelne Künstler unter eurem Namen auftreten? Genau, also es ist so, dass wir zum einen so dieses Netzwerk sind, Gigi Vibe, und dass wir aber natürlich auch alle einzelne Künstlerinnen sind. Ja, und das ist, wir bekommen Anfragen als Gruppe, also die gehen dann direkt an unsere E-Mail-Adresse und dann bekommen wir ja Anfragen auch als einzelne Künstlerin, genau. Mhm. Also das ist sowohl... Bitte. Danke. Sorry, ich wollte das nicht unterbrechen. Nein. Ich finde das natürlich total begrüßenswert, dass es auch in Frankfurt so ein Kollektiv gibt. Im Grunde gibt es ja inzwischen so Initiativen weltweit, auch in den verschiedensten Städten. Und ich denke, für Frankfurt gibt es auch eine besondere Dringlichkeit. Was würdest du dir jetzt wünschen für euer Vorhaben, was sich vielleicht in der Region noch verändern könnte, damit vielleicht für euer Vorhaben die Dinge einfacher auch werden? Ich finde es ganz interessant, also wo der Atta gerade gesagt hat, so ein Zusammensturz ist immer auch also Keimzelle für irgendwie neue Prozesse. Und ich denke, und also ich erlebe Frankfurt, und da bin ich nicht alleine mit, als sehr eingefahren. Und sowohl musikalisch als auch die Besetzung der Räume, das spiegelt aber eigentlich, also ich habe mir natürlich auch so Gedanken darüber gemacht, eigentlich das, was in Frankfurt passiert, repräsentiert eigentlich nur auch einen gesellschaftlichen Zustand. Ja, also es ist männerdominiert, ist es, und es ist eingefahren, und ich würde mir natürlich wünschen, dass gewisse Strukturen auch vielleicht einfach mal sich getraut werden, aufgebrochen zu werden. Also gerade wenn ich nämlich auch so an die 90er zurückdenke, ist es wirklich so, dass da viele Räume nicht kommerziell geführt worden sind. Ne? Also, und ich persönlich bin da irgendwie hängen geblieben in der nicht kommerziellen Schiene, ja, weil ich mich quasi finanziell von meinem anderen Beruf ernähre und leiste mir quasi ehrenamtliche Arbeit weiterhin, um diese alternative Kultur auch einfach am Leben zu erhalten, weil ich denke, dass dort einfach kommerziell einen Laden zu führen und innovativ für Neues offen zu sein, schließt sich leider oft aus. Ja. Also ich danke auch dir für deine Beiträge. Ich glaube, es ist total wichtig, dass ihr existiert. Und wie du gesagt hast, der Zusammenbruch von alten Strukturen kann ja auch bedeuten, dass es für euch in Zukunft eine Chance ist, mit eurem Projekt noch größer zu werden. Ich würde jetzt gerne zu Thomas Finker kommen. Thomas ist der Mitherausgeber und Co-Chefredakteur des Kaputt-Magazins für Insolvenz und Pop und auch Co-Kurator
der Kölner Konzertreihe kaputt. Bevor er 2014 kaputt jedoch gegründet hat, war er vor allem erst mal 14 Jahre lang der Chefredakteur des Intro-Magazins. Thomas ist natürlich darüber hinaus auch Journalist und schreibt deswegen auch für alle anderen großen, wichtigen Zeitschriften und Tageszeitungen, hält Vorträge und moderiert Panels. Außerdem ist er der Manager der Musikproduzentin und DJ Lena Willikens. Und anknüpfend an seine Vielzahl an Erfahrungen im Journalismus hat er gleich mehrere Lehraufträge im Bereich Musikjournalismus und Künstlermarketing. Thomas, du hast das Kaputt-Magazin in einer Zeit gegründet, wo eigentlich viele Printmagazine zugemacht haben. Was war der Auslöser für die Gründung und was macht ihr anders? Ja, wir haben es vor allem ja auch gegründet in der Zeit, wo wir gerade aus einem anderen Flaggschiff rausgegangen sind. Also wir waren bei Intro beide, Linus und ich, 14 Jahre, haben das super gern gemacht, haben auch den gesamten Wachstumsprozess dieser Branche erlebt. Also diese gut laufenden Nullerjahre, wo wirklich auch sehr viel Geld mit Verlags, wie es noch machbar war, ich habe am Ende ja im Haus auch mehrere Titel betreut. Da gab es ein Sneaker-Magazin, ein Festival-Magazin, wir hatten ein kleines Internet-Fernsehen. Also quasi der gesamte Boom hoch, um dann zu bemerken, am Ende natürlich, das fährt jetzt gegen die Wand. Und das Schlimme war dabei natürlich auch zu bemerken, dass das auch, was Arbeitsbedingungen, Teamführung und so weiter, wirklich schwieriger wird. Das heißt, man saß meistens irgendwann in Meetings drin, wo es nur noch um Zahlen ging und um Einsparungen. Und genau das hat einen dann irgendwann zermürbt und dann war klar, da muss man jetzt raus, weil das bis zum Ende begleiten möchte man so auch nicht. Und es ist ja dann gekommen, leider, also die ganzen Printtitel eingestellt und andere Seiten auch gänzlich eingestellt. Jetzt wollten wir erstmal eigentlich was ganz anderes machen, wie jeder, der aus einer so langen Zeit rauskommt, die Idee, ein Magazin zu machen, kam mir absurd vor. Und dann klingelte das Telefon in der Woche danach und wir hatten so eine Anfrage von jemand, ob wir für ihn ein Konzept machen wollen, ein Magazin konzipieren und quasi ein neues Intro, bloß anderer Name und besser natürlich und frischer und alles ist möglich. Dann habe ich einen Businessplan geschrieben, also meine Idee eines Businessplans war eine Excel-Liste, wo ich der Person zu verstehen gegeben habe, was guter Journalismus kostet und das alles so erklärt. Da wurde dann die Zahl angeguckt, wurde geschluckt, das geht ja nicht. Das war eine Zahl, die war ein Drittel von dem, was bei Intro war. Aber da hat man schon bemerkt, das Verständnis draußen von Leuten, die sowas nicht machen, ist halt, das geht ja alles quick und dirty und die Leute müssen ja auch nicht so viel bekommen. Das ist ja alles ja auch Spaß irgendwie. Also all die Klischees, die auch diese Branche so ein bisschen nach unten gedreht haben. Und dann haben wir an diesem Konzept weiter rumgestrickt, haben das dauernd runtergecuttet und irgendwann war klar, das ist totaler Blödsinn, was wir hier machen, das kannst du so nicht machen. Dann haben Linus und ich halt den Stecker da gezogen und haben gesagt, das wollen wir nicht, aber wir haben eigentlich beide bemerkt, wir haben eigentlich wieder Lust, wieder was zu machen, obwohl wir gerade rausgekommen waren, aber unter einer anderen Prämisse. Und dann haben wir eigentlich kaputt gegründet unter der Prämisse, das soll einfach nur Spaß machen. Also die Ignoranz dem Markt gegenüber. Es gab auch am Anfang gar keine Honorare. Es war ökonomisch nicht ausgerichtet, sondern es war einfach ein Feld, wo wir einfach Sachen raushauen konnten und dann bemerkt haben, dass das gibt einem ja dann auch die Energie, also so ein bisschen, um das andere auch zu machen. Und man bemerkt ja auch relativ schnell, da kommen Jobs rein durch das, was man eigentlich macht, wo man kein ökonomisches Interesse dran hat, kriegt man Einladungen zu Panels, zu Vorträgen, wird an Hochschulen angefragt für Seminare und so. Also, und irgendwann war uns klar, das ist eigentlich ein angenehmes Biotop und wir hatten relativ viele Leute, Fotografinnen, Fotografen, Autorinnen, Autoren, die auch genau das eigentlich zu schätzen wissen. Oder Musiker, Filmemacher, Leute, die halt auch teilweise einmal im Jahr nur einen Beitrag beitragen. Also die gar keine Ambition haben, dass das jetzt so eine Stressroutine wird oder das, was ja viele zermürbt, wenn es Alltag halt wird, sondern dass sie halt sagen, so ab und zu mal was beisteuern, habt ihr da Lust drauf? Natürlich freut man sich. Und ja, so lief das dann so an und wurde irgendwann in der Taktung, aber relativ viel dann auch und macht immer noch Spaß. Ja, es ist auch ein fantastisches Magazin. Ich würde gerne nochmal daran anknüpfen, dass das ja auch eine digitale Plattform vor allem ist, im Gegensatz zu einem Printmagazin. Damals waren ja Printmagazine oft eben auch an bestimmte Orte, an bestimmte Länder gekoppelt und damit auch an eine bestimmte Szene, so wie eben Clubs auch an bestimmte Orte gebunden sind. Heute verzeichnen wir eine immer größere Enträumlichung, also auch eine Enträumlichung von Musik durch die digitale Vernetzung.
kann man ja überall Musik global beziehen. Insofern bietet es sich natürlich auch an, ein Magazin online zu machen. Was glaubst du, bedeutet das für wichtige historische Musikorte wie Frankfurt oder Offenbach, dass die Musik in der Form immer weiter enträumlicht wird? Du meinst, dass der Ort gar keine Rolle mehr spielt? Also ich meine, jetzt gerade haben wir ja natürlich Corona-bedingt da auch nochmal so einen Sonderfall, dass man tatsächlich sehr viel mehr digital und nur noch interagiert. Ansonsten bin ich schon ein Vertreter von so Community-Gedanken, aber auch sowas wie Gangtum. Wenn man sich die Musikgeschichte anguckt, dann bemerkt man, dass es oft halt so Keimzellen waren, wo ein Idealbeispiel ist ja immer, dass man diese Geschichte hat, Leute gehen zufällig zusammen auf die Schule und alle machen danach eine DJ-Produzenten-Karriere, in Anführungszeichen, irgendwie. Das heißt, man bemerkt eigentlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass drei Genies zufällig auf der Schulbank nebeneinander saßen, wie jetzt die Belleville Street in Detroit oder so, ist natürlich eigentlich nicht da, sondern es hat ja viel damit zu tun, sich anstupsen, sich gegenseitig motivieren, auch sich gegenseitig den Mut machen. So, das hat jetzt nicht hingehauen, aber mach doch weiter, leg doch einfach mal weiter auf oder produzier doch mal ein Stück irgendwie. Und das ist natürlich, das hat eine wahnsinnig große Bedeutung. Und ich glaube, dass das sozial schon eher funktioniert, wenn ich eine Peer Group habe, mit der ich auf tatsächlicher sozialer Basis interagiere oder auch ein Club wie das Robert Johnson und all die Clubs, wo wir alle sozialisiert worden sind. Das waren ja auch Orte, wo man nachts hingegangen ist und nicht nur 8 Stunden lang gerave getanzt hat, sondern sich auch ausgetauscht hat und gegenseitig aber auch angeschubst hat. Also wo man dann auch oft mit Ideen rauskam am nächsten Morgen und sagte so, jetzt, das machen wir jetzt so irgendwie. Atta hebt den Daumen. Und das, glaube ich, ist halt was, das bemerke ich jetzt aber nach 5 Monaten Zoom-Konferenzen, es ist schon sehr viel schwieriger und auch durchs Unterrichten im Digitalen, was auch für mich so ein Erfahrungswert ist. Ich habe sonst meine Kurse, wo ich halt die Leute jede Woche treffe im Seminarraum, da funktioniert es viel leichter, die Begeisterung zu wecken, die Augen, den Austausch hinzukriegen. Im Digitalen ist das schon sehr viel schwieriger. Deswegen glaube ich, wir sehen uns ja auch alle danach, dass wir zurückkommen nach diesen Orten, an diese Orte wieder dürfen. Ja, absolut. Glaubst du aber trotzdem, dass die Entstehung von Musik immer noch so stark an Orte gebunden ist, wie das damals der Fall war? Naja, also tatsächlich, weil für mich zumindest Musik immer auch was ist, das in einem Raum dann am Ende stattfindet. Ich glaube schon, dass es heutzutage wahnsinnig viel gut produzierte Tracks auch gibt, die digital hin und her geschoben entstehen können bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann geht es ja auch weiter. Also dann muss es irgendwo in eine kollektiv gelebte Sozialität rein und dafür braucht es einfach die Städte auch. Außerdem glaube ich tatsächlich, dass die Städte auch was mit einem machen. Also man holt das durch diese anderen Leute, die man da kennenlernt, denen man offen begegnet irgendwie. Das ist was anderes, wie wenn ich jetzt so als Wise Kid im Netz mir suche, wo möchte ich andocken, den schreibe ich mal an. Das ist strategisch, funktioniert das alles ganz gut. Aber ich glaube, am Ende braucht man auch so einen anderen Touch noch. Was würdest du denn sagen, wie wird der Club der Zukunft aussehen? Oh Gott, das ist wirklich eine schwierige, schwierige Frage. Also ich freue mich über alle, die gerade rumexperimentieren. Ich war jetzt, bevor wir hier das Panel gestartet haben, kurz im digitalen Club vom CTM-Festival, der heute Abend hochgegangen ist. Das sah, also mit Avataren, die Leute können rumspringen. Das hat einen gewissen Charme natürlich. Ich glaube, da könnte ich mich heute Abend wahrscheinlich auch eine Nacht drin mal verlieren, aber gewiss nicht morgen nochmal und so. Also ich bin ziemlich oldschool. Ich brauche einfach schon einen dunklen Laden, viel Nebel, Strobolicht gern, die Nähe von Menschen und all das. Also ich wüsste jetzt nicht, also zum Tanzen gehört ja das Gefühl, dass andere Leute auch da sind. Insofern, ich glaube, ich bin noch nicht bereit für den voll digitalen Club. Ja, ich glaube, die Corona-Krise hat auch auf so vielen Ebenen nochmal bewiesen, dass das leider in keiner Konsequenz nicht funktioniert. Du bist ja jetzt auch in deiner Lehrtätigkeit viel mit Musikmarketing beschäftigt. Das ist ja auch ein großes Thema, gerade eben in der Zeit, wo viele neue KünstlerInnen auf den Markt geschwemmt werden. Es gibt eine viel größere Konkurrenz. Kann man Kreativität oder Musikdasein überhaupt strategisch vermarkten? Also was gibst du deinen Studierenden da an die Hand? Der Begriff Marketing, das ist so ein bisschen wie so ein Wort wie kreativ und so manche so Unwörter eigentlich. Also der steht zwar drüber über diesen Seminaren, aber
ich erkläre das immer so ein bisschen, dass das eher soziologisch geerdet ist. Also eigentlich geht es darum, dass ich den Studierenden erstmal zeigen möchte, was gibt es in der Musikgeschichte, was für Orte haben sich herausgebildet. Das ist nämlich oft schon meine erste Klick-Lektion, was Katja auch schon angesprochen hat, mit kleineren Städten. Seattle war halt nichts, bevor Seattle zu Seattle wurde. Und plötzlich ist es auf so einer Karte. Aber das hat sich entwickelt und so ist es halt in vielen anderen Städten auch, die man sich anguckt irgendwie, dass eigentlich jede Stadt, also dass man als Motivierungspunkt ein Biotop sein kann und man kann da was rausholen, wenn die richtigen Leute so zusammenkommen. Das ist die eine Sache. Das andere ist, wir gucken sehr viele Künstlerinnen und Künstlerbiografien an, einfach um zu verstehen, und das geht dann Richtung Marketing, aber ich würde es nie so eigentlich nennen wollen, zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, eine Musikkarriere zu machen? Auch noch so ein Unwort. Es bedeutet eigentlich, den ganzen Tag Musik zu leben und immer wieder Entscheidungen zu treffen. Das sind so Kleinigkeiten. Die addieren sich aber zu sowas wie zum Lebenswerk dann im besten Fall. Also ich habe so ein schönes Seminar, da vergleiche ich Yoko Ono, Björk und Blümchen. Und dann kann man halt alle Experimente, sichere Sachen sehen. Man sieht auch wahnsinnig viel Scheitern und man bemerkt so dieses Stolpern und was so eine Künstlerbiografie einfach bedeutet. Und wenn man das alles vergegenwärtigt, wenn man sich klar macht, was meine eigene Szene, mein Biotop, ich als Identität mit einbringen will, dann findet man aus all diesen Entscheidungen ja irgendwann seine Sprache. Und da sind wir dann da, wie man natürlich nach außen auftritt. Und dann kommst du heutzutage zu Social Media und was möchte ich posten, wie möchte ich in Erscheinung treten, wie möchte ich mit den Leuten kommunizieren, was für einen Duktus habe ich, aber was teile ich auch, was will ich nicht teilen. Also das ist ja so ein Riesencluster an Entscheidungen. Und das ist es eigentlich, was ich den Leuten so versucht zu sensibilisieren. Und wenn man das macht, glaube ich, und wenn man sich bewusst ist, dass jede dieser kleinen Entscheidungen eine Bedeutung hat, dann ist man zumindest gewappnet, ob man es dann hinbekommt. Wir wissen auch alle, wahnsinnig viel Glück und Zufälle und alles spielt eine Rolle. Aber das ist so der Inhalt von dem, was ich versuche zu transportieren. Würdest du vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, dass Clubs ja in dem Sinne auch eine Form von Aufwertung gerade wieder erfahren? Also es gibt eben viel mehr KünstlerInnen, die müssen auch mehr Entscheidungen treffen, wie sie sich quasi positionieren, präsentieren. Insofern helfen ja Clubs, also reale Orte, sehr gut dabei, eben auch für diese KünstlerInnen einzustehen. Also würdest du sagen, dass Clubs als Orte eine Aufwertung deswegen auch erfahren? Absolut, also ich weiß jetzt gerade, also du meinst jetzt in der aktuellen Situation speziell? Genau, also auch speziell, aber ich meine, dass quasi in dieser Krisensituation, dass es so ist, ist ja auch nur, das ist ja auch ein Brennglas quasi der Tendenzen, die vorher auch schon da waren. Ich glaube, man sieht halt in dieser Krisensituation, dass wir alle zusammen da drin stecken immer. Und das ist ja auch das bei den Läden wie dem Robert Johnson oder einem The School, das jetzt geschlossen hat in Amsterdam oder einem Berghain oder einem Gewölbe in Köln. Du hast ja immer diese Orte, wo Künstler und Club irgendwann Symbiosen eingehen. Das sind ja auch Bindungen, die lange bestehen. Das sind nicht nur die Resident-DJs, sondern auch Leute, die werden halt alle Jahre einmal in einen gewissen Club gebucht und die wollen da auch spielen. Die verzichten teilweise dann auch auf einen Teil ihrer Gage in dem Sinne, dass sie sagen, ich gehe jetzt bewusst nicht zu dem anderen Club, weil das Robert Johnson ist mein Club halt in der Gegend irgendwie. Da möchte ich spielen. Oder das Gewölbe ist mein Club in Köln. Und dafür bekommen sie aber auch was vom Club. Also das Prädikat, wer Robert Johnson gespielt hat und das in seiner Biografie drin stehen hat, das hat natürlich auch wiederum was für einen selber und einen gewissen Klang. Und so ist es mit anderen Läden auf der Welt auch. Und aus diesem Portfolio, also aus dieser gesamten Menge, entsteht ja auch sowas wie Zuschreibbarkeit. Also ich kann natürlich gewisse Künstlerinnen und Künstler lesen anhand der Clubs und Orte, wo sie auftreten, der Festivals, die sie spielen, genauso wie die Labels, mit denen sie zusammenarbeiten und Platten rausbringen. Das ist ja alles eine Klangfarbe. Ja, absolut. Ich würde jetzt vielleicht gerne nochmal eine Abschlussfrage, weil wir sind natürlich schon wieder angekommen in der Zeit, eine Abschlussfrage in die Runde stellen, die sich auch nochmal ein bisschen rückwirkend auf die Metropolregion Rhein-Main bezieht. Ich weiß nicht, ob jeder was dazu dezidiert sagen kann, aber ich gehe jetzt mal davon aus, oder ich hoffe es, oder vielleicht kann man das dann auch ein bisschen imaginieren. Und zwar würde ich gerne nochmal von euch wissen, was ihr glaubt, jetzt essentiell wichtig wäre, um diesen Ort speziell als Musikregion weiter anzuregen, welche Maßnahmen es braucht, um KünstlerInnen auch in Zukunft hier langfristig zu halten. Vielleicht fangen wir einfach bei Katja wieder an. Ja, also ich denke, der politische Wille fehlt
teilweise so ein bisschen in der Rhein-Main-Region, das wirklich umzusetzen. Weil es gibt nun mal Regularien, die man ganz einfach einsetzen kann. Man hat das in London gesehen. Also Nachtbürgermeister machen jetzt viele, aber also schon mal sowas in die Richtung. Oder auch, dass wenn ein Club schließen muss, dass woanders wieder einer aufmachen muss dafür für die Stelle. Also es gibt mittlerweile Policies in der Welt, die man sich angucken kann, wie man halt genau dieses Problem unterstützen kann, wenn der Raum eng wird. Und ich finde, da ist halt, sehe ich auf jeden Fall bisher zu wenig. Auch alle Gespräche, die wir hatten in der Rhein-Main-Region, waren wirklich sehr oberflächlich und gingen da noch nicht in die Tiefe. Also da kann man auf jeden Fall wesentlich mehr tun. Und ich hoffe, dass das Thema einfach auch jetzt nochmal anders verstanden wird in der Zeit, jetzt gerade in der Corona-Krise, dass man merkt, okay, was fehlt den Leuten und wie unglücklich viele dadurch auch werden und jetzt sich illegale Partyräume suchen müssen. Und da kann man von Stadtseite schon viel tun, um das aufzufangen und einiges an Regularien zu verbessern. Ja, Berlin ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Regierungskoalition relativ schnell immer reagiert auf solche Fälle, weil die auch ein Interesse haben, das zu schützen. Weil es eben auch nach außen die Stadt, wahrgenommen wird. Und ich glaube, Frankfurt sieht sich, oder die Rhein-Main-Region sieht sich oft gar nicht so, also jedenfalls politisch nicht, da stehen andere Dinge wichtiger auf der Tagesordnung. Und das sollte sich auf jeden Fall ändern, weil es auch eben tolle Clubs gibt und Künstlerinnen, die herkommen. Und genau, ja. Mhm. Atta? Der Mikro ist noch aus. Nein. Ja, ja, man hat ja gesehen in Frankfurt, zu was es führt, wenn Clubs ständig zu sind. Ne? Ich glaube auch, diese ganzen Zusammenkünfte auf dem Opernplatz oder auch auf den anderen Plätzen zeigt ganz klar, die Leute wollen was nach 12 und Clubs sind nicht nur dazu da, Musik zu hören, sie sind auch so eine Art Energieaustausch, Katalysatorauspuff, rausleben, die ganze Scheiße, die man sich in der Woche aufgestaut hat, auch mal auszutanzen. Wenn das nicht passiert, ist natürlich auch irgendwann mal ne, so eine, den Leuten geht es ja da auch irgendwann mal nicht gut. Und dann heißt es, also ich kenne die Situation, wo ich einfach gesagt habe, hey, es ist Freitagabend, ich bin zum Glück, kann jetzt rausgehen und kann mir die Nacht um die Ohren schlagen, weil ich einfach so eine scheiß Woche hatte. Und ich glaube, vielen, vielen Menschen fehlt das. Und das wird aber jetzt komischerweise auch von der Polizei schön wahrgenommen, was so alles passieren kann, wenn einfach keine Clubs mehr da sind oder wenn man die Nacht nicht auslaufen lassen kann. Ja, es ist für uns, die Clubbetreiber, es ist schon immer klar, dass wir auch als Katalysator funktionieren. Und jetzt sieht es natürlich so eine Stadt wie Frankfurt ganz klar, was da passiert, wenn man jetzt ein halbes Jahr lang einfach nicht mehr tanzen gehen darf. Das ist das Ergebnis. Und ich kann nur eins sagen, ich kann nur hoffen, dass es bald vorbei ist, damit wir alle zusammen tanzen dürfen. Sonst weiß ich nicht, was passiert. Müssen wir alle zur Therapie. Wahrscheinlich schon. Also aus anderen Städten kennt man das ja auch, dass die Leute auf dem Zahnfleisch laufen. Niki, was ist deine Haltung? Dein Mikro ist noch aus. So, jetzt, ne? Genau. Also meine Haltung ist, dass ich mich auf jeden Fall mit Katja Hermes, genau, in Verbindung setzen werde. Genau, weil ich sehe das so, wie sie es auch formuliert hat, dass da noch sehr viel Raum, Luft nach oben ist, ja. Mhm. Aber würdest du jetzt quasi für dein Vorhaben dir auch wünschen, dass es noch mehr Gruppen, also ich weiß, gibt es außer euch eigentlich noch mehr ähnliche Gruppen oder Kollektive, die für mehr Diversität im DJ-Bereich auch entstehen in Frankfurt? In Frankfurt, glaube ich, gab es es nicht und gibt es es nicht, nee. Also die wirklich für mehr Diversität stehen? Nein. Also es gibt viele Kollektive, sehr kreative, sehr produktive und ich kenne sie auch, und aber die jetzt so speziell sich diesen Themen, also ja doch, in Offenbach gibt es ja noch so eine Queer-Gruppe, also da würde ich auch sagen, dass sie sehr gute Arbeit machen und sehr aktiv sind, genau, aber ja. Mhm. Open Creek schon. Genau. Davon genau, genau. Mhm. Ja. Ja, da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben. Ja,
Ja, Thomas, du hast das Schlusswort. Jetzt bin ich on. Ja, man hofft natürlich, dass so ein bisschen die Flexibilität der Bürokratie sich verändert. Also dass halt gewisse Sachen, die genehmigt, also das sieht man jetzt gerade, also in Köln sieht man zum Beispiel, dass Restaurants plötzlich draußen doppelt so viele Tische hinstellen dürfen, dass Parkplätze weggeräumt werden, dass all das irgendwie sich erhalten bleibt, dass man da auf die Leute zugeht, das versteht und vielleicht auch mal was ermöglicht oder auch mal eine Ausnahmegenehmigung für ein Wochenende macht, wenn jemand um einen Club rum ein Straßenfest machen will. Weil, also jetzt nur meine persönliche Anekdote zum Beispiel aus dem Robert Johns, das war mal das Gegenteil. Ich bin rausgekommen mit der DJ, Lena hatte da aufgelegt und das Erste, was war, Polizeiwagen fahren an einem vorbei. Man geht wirklich einfach happy zum Hotel, hat getanzt und wird kontrolliert und so weiter. Das ist eine reine Schikane von der Polizei da. Und ich wünsche mir, wenn das vorbei ist, Corona, dass sowas einfach auch nicht mehr stattfindet, weil das hatte wirklich keinen anderen Zweck, außer Leute, die eigentlich happy einen schönen Abend hatten, zu belästigen, ohne Sinn und irgendwas. Also zumal, also ich meine, Leute aus dem Club rauskommen zu kontrollieren, was erwartet man sich, was man findet, also außer Schweiß. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass einfach so Bürokratie, Polizei, all das so ein bisschen auch diese Flexibilität einfach haben und verstehen, dass sie nicht Gegner oft, sondern dass man versteht, man hat das gerade sehr schön formuliert, man ist gemeinsam da drin und das hat auch eine gesellschaftliche Bedeutung und dass das irgendwie bei den Verantwortlichen Klick macht, dass wenn man das gemeinsam definiert bekommt und Möglichkeitsräume schafft, dass wir alle davon profitieren. Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Also die Prämisse des Ganzen für mehr nachhaltige, für mehr diverse, aber auch für eine innovativere Musikkultur ist gegenseitiges Verständnis, mehr Solidarität. Damit bedanke ich mich sehr bei euren Beiträgen und wir sind am Ende angekommen. Herzlichen Dank. Ja, danke für die Einladung.